Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Nie ist die Auswahl an Gemüse und Obst in unseren Läden reicher als im Herbst. Auch das Angebot von Coop Naturaplan wird immer breiter und ist mit leuchtenden Orange, satten Gel und knackigen Grün eine wahre Augenweide. Biologischer Anbau ist aufwendig und bedeutet viel mehr Arbeit. Die Richtlinien für den Anbau werden von Bioswiss erarbeitet, die dieses Jahr das 20. Jubiläum feiert. Das Einhalten der strengen Vorschriften wird von einer unabhängigen Kontrollorganisation überwacht. Unser Gast bewirtschaftet zusammen mit 5 anderen Familien den grössten Biohof der Schweiz und ist besser bekannt als singender Biobauer. Herzlich willkommen im Studio, Martin Ott. Hallo Martin. Hallo Susanne. Schön, bist du da. Ebenfalls. Wie muss man sich die Biokontrolle vorstellen? Biokontrolle, die kommt mindestens einmal im Jahr. Die wollen wissen, ob wirklich Bio drin ist, wenn Bio draufsteht. Man kontrolliert Felder, man kontrolliert den Stall, aber auch die Buchhaltung. Weil unser Hof so gross ist, kontrolliert er zweimal 2 Tage und manchmal kommt er sogar unangemeldet. Neben dem Bauern singst du ja auch und jetzt ist ja gerade eine neue CD rausgekommen. Sie heisst Baldrian Frisch. Und Sie können sie bestellen unter www.baldrian.ch. Jetzt wird aber nicht gesungen, sondern gekocht. Und zwar mit dem Armin Amrain und heute mit feinem Biogemüse. Hallo Armin. Willkommen. Hoi. Es ist ein Lauchwirtstart mit Sosiso. Grüezi miteinander. Das Blech mit einem ausgerollten Teig belegen, ein paar Mal einstechen und mit geriebenem Greyerzer bestreuen. Ein Neuenburger Sosiso, eine Viertelstunde ins Wasser legen. Ziehen, rausnehmen und abkühlen. Fein gehackten Knoblauch im Olivenöl kurz andämpfen. Würz und Lauch mitdämpfen, mit Weisswein ablöschen und mit Bouillon und Pfeffer würzen. Das Gemüse etwa 10 Minuten dämpfen, bis die Flüssigkeit eingekocht ist. Die Wurst schälen, halbieren und nicht zu dünn schneiden. Ja, ist in der Ordnung. Das Gemüse und die Wurst auf den Teigboden verteilen, den Guss drüber geben und die Tarte im unteren Ofendrittel backen. Nach ca. 45 Minuten ist es soweit und Sie können das Gericht mit einem feinen Herbstsalat servieren. Auch das Rezept steht in der neuen Coop-Zeitung. Viel Vergnügen beim Ausprobieren. Vielen Dank unseren Köchen. Dann kommen wir jetzt zum Superspiel. Heute offeriert von folgenden Sponsoren: Gico Doro, typisch italienischer Bohnenkaffee, WC Ente Dacis feuchtes WC-Papier, Gaia Schocchi Creation in 4 Aromen, Brita Wasserfilter Cool Memo Blau und Caramel Bonbon Mischung. Zuschauer hier im Studio haben ihre Karten schon ausgefüllt und ich bitte dich, Martin, jetzt eine davon zu ziehen. Das richtige Lösungswort herausgefunden, das ich hier natürlich nicht verraten darf. Und 10'000 Superpunkte gewonnen hat Elvira Beutler. Gratulieren. Gratulieren. Merci vielmals. Mit diesen Punkten können Sie sich eine schöne Prämie aus dem Superkatalog bestellen. Merci vielmals. Ich möchte mich bei allen fürs Mitmachen bedanken. Ganz besonders dir, Martin. Mit dem Strauß aus unserer Blumenabteilung. Merci vielmals. Sie daheim könnt noch mitmachen an dieser neuen Runde vom Supercard-Spiel. Einfach die Karten im Laden oder den Coupon aus der Coop-Zeitung ausfüllen und uns bis am 16. November zurückschicken. Zu gewinnen gibt es einen VW Lupo im Wert von 16'310 Franken. Dazu gibt es 100 mal 10'000 Superpunkte für eine Superprämie. Das Mitmachen lohnt sich also. Im Anbau und Erhalt von alten Gemüsesorten verschrieben hat sich die Organisation Pro Specie Rara, unterstützt von Coop. Im prächtigen Garten vom Schloss Wildeck in der Nähe von Lenzburg kann man beobachten, wie längst vergessene Sorten mit unglaublichen Formen, Farben und Geschmacksrichtung wachsen und gedeihen. Roter Spinat, gestreifte Randen, gelbe Bohnen, grüne Tomaten oder blaue Herdöpfel. In rund 6 Monaten wird Expo 02 eröffnet. Coop ist dort mit einem eigenen Ausstellungsprojekt namens Manna vertreten. Aber auch mit einem einmaligen Restaurant, das überraschende Kreationen aus biologischem Anbau und mit alten Gemüsesorten von Pro Specie Rara auftischt. Schon das Erlebnis allein lohnt einen Ausflug an die Expo. Und dann noch der Wochenhit aus dem Coop-Restaurant. Coop Naturaplan Rindschmorbraten für 13.50 Franken. Das war es für heute aus dem Coop-Studio. In einer Woche geht es dann bei uns unter anderem um Nüsse und Mandeln. Es ist wieder Zeit zum Backen.
Es wäre schön, wenn Sie dann auch wieder dabei wären. Weiterhin einen schönen Abend und auf Wiedersehen.